Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ja, wir haben eine neue Welt generiert mit Mistcraft und sie ist genauso laggy, sogar noch laggiger als die vorherige. Leider ist das so, aber wir haben auch immer Extremwelten. Ist das neu, dass es so extreme Welten gibt? Auf jeden Fall geht es einige Zeit, bis wir wieder Holz bekommen. Wir brauchen eine Workbench. So. Dann brauchen wir wieder einen Buchhalter. So. Ich habe das Buch nicht mehr. Hallo? Okay, es ist einfach auf den Boden gefallen. Weil vorher war hier ein Error-Buch da. Okay, ja, wieder eine Welt zum Löschen. Scheinbar. Aber es ist eine gute Welt, weil es Biome hat, sehe ich da. Also es ist... Da hat es zum Beispiel Eis. Da hat es Fichten. Da hat es Fichten. Es ist eine gute Welt. Es ist sehr laggy. Ich möchte mal kurz schauen, ein bisschen herumschauen. Ja, außer eben, dass es leckt, ist es ja eigentlich eine gute Welt. Ja, zum Beispiel ein großer Baum dort noch, der recht viel Ressourcen braucht. Packeis ist das. Wir haben aber keine Behutsamkeit drauf. Ja, keine Bibliothek in der Nähe. Schade. Müssen wir wahrscheinlich dann wieder verlassen und eine neue generieren. Ach man, oh. Ist so schade, dass es so random, also so, ja, nicht schlecht ist zum Generieren, aber natürlich das meiste dann Müll ist sozusagen, weil wir brauchen einfach Welten, die zum Beispiel bei uns Oplenty drin ist, also, weil wir keine Baums Oplenty Biome generieren in der normalen Welt. Also hier könnten wir Holz sammeln, aber weil wir ja nicht so gut da Holz abbauen können, ist es nicht so gut. Zum guten Glück hören hier die Bäume auf. Die sind wirklich geil. Also ah, da hört einfach mal die Welt auf zu generieren. Cool. Wirklich nicht. Aber richtig komische. Das ist Kunst. Das ist wirklich Kunst. Und es ist immer Nacht, wenn wir reinkommen. Schweine haben wir. Und diese Dreck-Dinge, Schlangenteile. Das letzte Mal hatten wir Eis, genau, das so schlangenförmige immer wieder. Ja, Minecraft sprengt sich einfach mal in die Luft, so richtig fett. Bam! Na gut, gab einen Crash, ein totaler Crash, also mit ganz, sogar dem Launcher hat es mitgerissen. Bin ich auf einem Desktop gelandet und jetzt bin ich wieder hier. Eingeloggt und es geht deutlich flüssiger. Keine Ahnung. Na gut, dann haben wir hier alles gesehen. Ich werde dann auf dem nächsten Part die Welten löschen. Weil die sind total doch ein bisschen zu laggy und unnütz. So. Na gut. Tun wir die Sachen wieder hier rein. So. Und das Buch möchte ich gerne wieder vernichten. Gehen wir wieder im Neff. Also jetzt gehen wir in den Neffe noch für den Schluss des Parts. Noch kurz schauen, damit ich sehe. Machen wir 40. Bis 40 nehme ich auf, damit die Parts nicht zu lange gehen. Weil ja der Crash dazwischen war.
Habe ich da ein paar Minuten ja nichts machen, aufnehmen können. Da kann ich halt ein Part auch ein bisschen anpassen dann wieder. So. Also, wir wollen da drüber. Wie kommen wir am besten da drüber? Wir müssen schon ein bisschen hochstecken, ne? So, sammeln wir ein paar Steine, also nette Steine zum Hochstecken. Gut, dass wir auch ein bisschen Glowstone dazwischen finden. So. Ja, jetzt haben wir genug. Da will ich mal ein bisschen zumachen. So. Jetzt müssen wir da irgendwie schaffen, rüber zu kommen zur Festung, ohne dass wir sterben. Das wäre schon schade um meine Spitzhacke und so. Jetzt müssen wir darüber. Oh, vorsichtig. Ja, ein Waybed haben wir. Sehen wir einfach nicht so gut. Hier haben wir schwefelnder Grasblock. Aha. Wir haben ein bisschen Erfahrung, indem wir hier noch ein bisschen die Quarz abbauen und den hier durch. Hoppla. Ja, das ist wieder der Block. Dann können wir. Müssen wir ja hier durch. Hoppla. Oh, kann ich drüber hüpfen. Ja. Dann sind wir bald bei der Festung. Cool. Hier können wir leider nicht so gut laufen. Dann rennen wir lieber. Hopp. So. Ja, das ist schlecht hier. Das ist das schlecht. Wir haben zu wenig Blöcke. Sodele. Muss ich jetzt noch sammeln? Nein. So kommt man so schlecht runter. Kannst du mir jemand sagen? Und jetzt? Hey, ich möchte weiter. Ah, da backt irgendwas. Ja, was ist denn hier? Ich sehe nichts. Hier irgendwas ist hier. Was ist hier? Sag durch mir. Ein Bug. Okay. So, jetzt sind wir in einer Höhle. Da haben wir flammende Blüten. So, machen wir mal eine Fackel hier und eine Treppe nach oben. So. Gut, dann haben wir den Boden hier erreicht. Hier haben wir nämlich schon eine nette Festung. Ein Eingang zur netten Festung. So. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt. Da haben wir einen Bienenwaben. Die kenne ich noch von Direwolf 20. Da war ich immer noch ganz kurz im Neffe. Hab nie alles erkunden können. Ja, leider ist sie nicht so ausgiebig. Sie ist direkt. Was ist das da? Aha. Efeu, das ist extrem verpixelt von der Ferne aussieht. Es ist also ja, gar nichts. Ja, keine Kisten, keine Spawn und nichts.
fliegende Pilze dafür. Ist ja fliegende Pilze. Aha, hier hat sie ein paar Lohe-Routen. Ein paar Lohen. Hält, zünde doch die Festung nicht an. Weil ich solche Dinge sind immer gut zum Farmen. Von diesen Teilen. So, schauen wir mal, wie wir am besten rankommen an den. Hallo. Hallo? Komm mal runter. Puh, fast hätte geschossen. Ja. Anna schießt jetzt. Die oben können schießen. Eine. Kommt mal. So, zwei hier. Sehr gut. Können wir ein bisschen farmen hier. Die zünden da oben immer also. Der nächste, danke schön. Ah, da ist auch einer. Dann können wir bald auch mal brauen. Was wäre mit brauen? Danke, das blöde Feuer. Wir haben noch keinen Schutz. Ihr nervt. Die Regeneration, die geht mir auch auf den Geist so langsam. Da ist noch roter Stein. Hier haben wir drei Bienenwarm. Boah. Ja, vier reichen. Komm, gehen wir weiter. Das ist zu gefährlich sonst. Oh, hier ist Ende Gelände. Ja. Schade. Noch ein bisschen Glowstone mitnehmen. Können wir eigentlich gut gebrauchen. So. Haben wir das auch. Dann gehen wir zur Wiedenwabe. Mehr ist ja noch nicht. Es ist nicht da von der Festung. Oder habe ich irgendwo noch was übersehen? Da ist vor allem noch ein Eingang. Hallo? Ja, jetzt wo sind wir schon gewesen, wo noch nicht? In diese Richtung waren wir noch nicht. Zuerst mal kurz hier noch schauen, weil bei einem Brunnen sind wir nicht vorbeigegangen. Ja, da waren wir noch nicht. Gut, dann haben wir eine, in einer Richtung doch noch eine gute Festung. Feuerzeug haben wir hier. Können wir die Kiste gleich mitnehmen. So, und hier unten ist auch nicht nur Warzen. Freiwachsende. Ja, man, ja, Skelett, aber das töten wir nicht, weil es dort schon zum Statist ohne Bedeutung degradiert ist. Das ist eine große Festung. Cool. Aber hier haben wir nichts mehr. Hier. Da ist der Brunnen, also kann ich das auch merken, gut. Da haben wir noch einen Gang. Hop. Lohen irgendwo, da oben. Du bist böse, du. Nein.
Oh, ey. Meta-Skelett, ich töte dich. Nein! Uiuiui. Regenerieren, bitte. Danke. Oh, die Zeit. Ja, leider ist der Part dabei vorüber. Aber es wird ein Part, den ich länger machen kann. Weil es auch schon ja, schön spannend ist. So. Erkunden wir die nette Festung noch fertig. Das kann ich noch in den Part schieben. Ja, wo haben wir dann noch einen Gang? Ja, dann haben wir eigentlich nur noch den Gang da vorne, hä? Wollen wir auch da oben? Mal kurz schauen. Ah, da sind wir runtergekommen. Okay. Ja, dann ist es den Gang hier, den wir noch laufen müssen. Da haben wir noch eine Festung, cool. Das ist Fleisch. Okay. Die Sachen mal in den Rucksack, so, und jetzt, ja. Gehen wir mal kurz zu Wabe noch. Können wir alles geradeaus rennen. Da sind wieder die Pilze. Gut. Oh, Lohen sind hier. Wir gehen hier ein bisschen einen Umweg. So. Also, was haben wir hier? Wo haben wir die Wabe? Oh je. Yeah. Müssen wir ein bisschen runter, hä? Es ist irgendwie da drüben. Da ist die Wabe, eigentlich direkt bei den Lohen. Schön Abstand waren, weil das Lava recht schnell im Weg also runterkommt. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen rauf. So, also was haben wir hier? Eine Festung. Jetzt sind wir hinter den Lohn. Gut. Hier haben wir jetzt Lava. Das ist weniger gut. Hier ist die Wabe. Aber hier haben wir auch wieder Lohn. Das spawnt jetzt blöd. Hier. Noch zum Wabe, bitte. Ist nicht so gut. Komm. Hauen wir ab. So, jetzt sind wir bei Wabe, aber das wird gefährlich. Das wird sehr gefährlich. Soll ich das abbauen? Ja, das geht eigentlich mit der Hand genauso gleich schnell wie ich sehe gar keine Bienen. Okay, ich dachte, da sind immer Bienen drin. Ja, was ist jetzt hier? Ja, toll. Vielleicht
Noch tiefer. Das ist einfach eine Bienenwabe mit Honig. Fertig. Okay, ich dachte irgendwie, es wäre ein Dungeon oder so. Also so ein kleiner... Irgendwo ein Versteck. Aha. Ja. Da sind Spawner. Na gut. Bevor hier überall Bienen kommen, gehen wir lieber wieder raus. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Ja. Also. Ich denke, ich gehe wieder einfach so zurück. Ohne Video. Und wir sehen uns dann wieder zu Hause. Dankeschön fürs Schauen. Auf Wiedersehen. Tschüssi.